Hallo, in diesem Video geht es um das Plugin Attribution von Popcorn.js. Popcorn.js ist ein HTML5 Media JavaScript Framework von Mozilla. Und in Zeile 3 wird dieses Framework eingebunden, sodass alle Befehle zur Verfügung stehen. In Zeile 26 gibt es einen Videotag mit der Quelle v.ogg. Und mit der Höhe 720 Pixel, mit der Breite 1280 Pixel und mit der ID Video. Zusätzlich gibt es noch einen Div-Container mit der ID Info. Zeile 5 stellt sicher, dass der ganze HTML-Code geladen wird, bevor die Befehle ausgeführt werden. Und in Zeile 7 wird dann eine Instanz erstellt, eine Popcorn-Instanz mit dem Namen Pop. In Zeile 21 wird die Lautstärke auf 0 gestellt. Und in Zeile 9 kommt dann das Plugin zum Einsatz. Attribution heißt so viel wie Zuordnung und darum geht es auch. Zusätzliche Informationen werden angezeigt. Hier zum Beispiel von Sekunde 0 bis Sekunde 5. Also 5 Sekunden lang werden diese Informationen angezeigt. Und zwar im Div-Container mit der ID Info. Es wird angezeigt, was das Werk für einen Titel hat. Ob es zusätzliche Informationen auf einer HTML-Seite gibt. Dann der Urheber. Wie heißt der Urheber? Gibt es noch zusätzliche Details zum Urheber auf einer HTML-Seite? Wie heißt die Lizenz? Und gibt es dazu noch zusätzliche Informationen auf einer HTML-Seite? Das Ganze sieht dann so aus. Hier habe ich schon mal die HTML-Seite geladen. Und dann drücke ich gleich mal auf Play. Und so werden hier unten die zusätzlichen Informationen von Sekunde 0 bis 5 angezeigt. Lizenz, Titel des Werks, Urheber. Ciao und viel Glück!